Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute hier auf der Eurobike 2017 und werden hier die Neuheiten für 2018 vorgestellt. Ich nehme euch mit auf einen kleinen Rundgang hier. Naja, bei der Größe von dem Gelände wird es eher eine Wanderung. Und erstmal wollte ich ein Feedback geben zu meinem letzten Video. Danke für die vielen Kommentare und das Mitmachen oder die Vorschläge und Ideen für das Abonnententreffen. Ich denke, ich werde es so machen, dass ich so 2 oder 3 Abonnententreffen mache. Vielleicht einmal eine Tour, einmal was im Bikepark und einmal lade ich euch zu mir nach Hause ein, wo wir dann ja, ein Parcours mit den Pylonen aufbauen und zusammen ein Spiel machen. Und ja, wir starten jetzt hier. Ich bin gerade am MRC Trading Stand. MRC Trading ist mein Partner für Fahrwerksservice und Tuning von Fast Suspension. Und Fast Suspension stelle ich euch als erstes vor. Fast Suspension stellt Tuning-Kartuschen für Dämpfer und Gabel her. Hier die Kartusche habe ich zum Beispiel in meiner Pike drin gehabt und dieses Jahr auch in der Lyric. Hier das habe ich in meine Boxer gefahren und das Dämpfer-Tuning, das dieses Factory Piston Kit habe ich auch in meinem Downhill-Bike gefahren. Sehr gute Sachen. Läuft sehr gut, das Tuning, und ist eine kostengünstige Alternative zu einem neuen Dämpfer, weil so ein neuer Dämpfer kostet meistens schon so an die 800 oder 1000 Euro, je nachdem was man holt. Fast Suspension hat aber auch einen eigenen Dämpfer entwickelt, und zwar hier den Holy Grail, auch für ein Enduro. So. Mercedes Trading hat auch Capco im Programm, das sind hier diese Bodenzüge in verschiedenen Farben. Hier für die Werkstatt in Meterware. Galfa Bremsscheiben und Bremsbeläge. Die Bremsbeläge gibt es in verschiedenen Ausführungen. Standard, Advanced, Pro und Road. Will ich jetzt aber nicht weiter darauf eingehen. Wahrscheinlich verschiedene Härten für entweder, dass die Bremsbeläge bissiger sind oder länger halten. Und was aber ziemlich interessant ist, Gamut mit den Podium-Pedalen. Diese Pedale sind aus Aluminium und wiegen nur 295 Gramm. Ich bin so ein Gewichtstuning-Fetischist und meine Pedale, die ich auf dem Bike habe, sind aus Magnesium und wiegen 280 Gramm oder 290, ich weiß jetzt nicht, mit welchen Pins ich die gewogen hatte. Hier die haben Hole-Pins aus Aluminium und halt sind auch Aluminium-Pedale, heißt, sie sind stabiler als Magnesium. Was auch sehr interessant ist, Slapper-Tape, also Slapper-Tape ist von Marshguard. Und was man alles mit Slapper Tape machen kann, habe ich euch einen Link in die Videobeschreibung gesetzt. Da habe ich ein Tutorial erstellt. Das ist eine ganz, ganz gute Sache. RSP, Schmiermittel und ganz wichtig, Dissent Lab Socken. Gute Socken sind wichtig, weil bei den Socken fängt alles an. Wenn ich scheiß Socken an habe, ist der Tag gelaufen. MRC Trading hat ein paar eigene Produkte, und zwar hier diese Kühlrippen für einen Dämpfer, für den Fox Float X2. Oder geht das auch an den Stahlfederdämpfer? Geht auch an den Stahlfederdämpfer. Geht auch an den Stahlfederdämpfer. Und neu, weiß jetzt nicht, ob es das schon im Sortiment gibt. Gibt es im Sortiment schon. Gibt es schon im Sortiment. Und zwar hier diese Spacer für Doppelbrückengabeln. Man hat ja auf den Doppelbrückengabeln immer so einen Direct Mount drauf. Direct Mount Vorbau. Und da ist das Ding, wenn du jetzt den Vorbau höher bauen willst, machst du Spacer drunter. Das Problem dabei ist, wenn du den Vorbau höher gemacht hast, dann kommt der Lenker immer näher zu dir. Also hast du dann wieder das Bike wieder verstellt, so wie du es nicht haben willst. Und der Vorteil an diesen Spacern ist, dass du einen Versatz hast nach vorne. Heißt also, wenn du diesen 10 mm Spacer drauf hast, dass der Lenker immer noch die gleiche Position hat als ohne den Spacer. So, ich bin jetzt hier mit dem Cornelius. Der Cornelius stellt mir die neuen Produkte von Atlas vor. Cornelius. Hi, hallo, herzlich willkommen bei MRC Trading. Wir haben hier die neuen 2018er Atlas Braces. Einige Änderungen. Die grundlegendste Änderung ist die 360 Grad Lackierung, keine Nickels mehr. Das heißt, die andere Seite ist auch komplett im Design lackiert. Dann können wir gleich weiter zu den neuen Pads gehen. Die sind ausgefräst, dadurch haben wir eine noch höhere Gewichtsreduzierung, werden also leichter. Das Ganze wird etwas stabiler und haltbarer durch einen neuen Gummi im hinteren Bereich, der keinen Drahtseil mehr innen hat. Und das Öffnungssystem, das patentierte, wurde noch ein bisschen verbessert. Mhm. So, es gibt jetzt in 8 Farben, sowohl für Erwachsene als auch Jugendliche und Frauen und Kinder. Sozusagen 8 Modelle in verschiedenen Größen, für jede Größe eine Brace.
Sonst noch Kleinkinder-Races gleich geblieben, für die ganz kleinen, um auch Sicherheit zu bieten beim BMX-Fahren, aber die ersten Schritte im Downhill. Und wie gewohnt unsere Protektoren, Atlas Guardian mit oder ohne Arm- und Schulterschoner. Und eben der Atlas Defender, das altgewohnte Modell, ein Hartschalenplastik. Alles kombinierbar mit den Atlas Braces, mit Zierungssystem an den Schultern, damit alles da sitzt, wo es sein soll. Ja. Und maximale Sicherheit gewährleistet. Ja, sehr gut. Ihr habt noch ein ganz neues Produkt, was ich unbedingt testen muss. Und zwar Petey's Tubeless Sealant, also Tubeless Flüssigkeit von Steve Pete. Vermutlich sogar von ihm abgefüllt. Die Downhill-Legende selber. Wir gehen mal rüber. So, das ist das. Und dazu gibt es ein bisschen was zu sagen. Das ist nämlich keine normale Tubeless-Milch. Die hat ein paar sehr gute Eigenschaften, die ich sehr wichtig finde. Umweltschonend und reifenschonend. Aber das erklärt uns der Cornelius nochmal richtig. Petey's Tubeless Sealant, nagelneu, hier auf der Messe vorgestellt. Umweltfreundlich dadurch, dass kein Ammoniak beinhaltet ist. Und die Plättchen, diese kleinen blauen, die ihr seht, sind auch biologisch abbaubar und sorgen dafür, dass falls ein Reifenschaden passieren sollte, dieses Loch sofort verdichtet wird, breitet sich genau über dem Loch aus. Es gibt auch Testvideos von den Herstellern, dass ein Reifenstich mit einem Schraubenzieher sofort wieder dicht ist. Ja. Spritzer, Reifen ist dicht. Das Produkt ist auch so konzipiert, dass es den Reifen und die Felge nicht angreift. Ja. Die Haltbarkeit liegt bei 6 bis 9 Monaten mit einer Füllung. 6 bis 9 Monate. Also ich muss meine Milch, die ich benutze, alle 3 Monate tauschen, damit nicht vorher was ist. Und hier das hält 9 Monate, je nachdem. Ist schon eine Ansage. Könnte sogar noch länger gehen, ja? Also noch länger halten. Bei Bedarf kann man das auch immer nachfüllen. Also da muss man nicht den kompletten Reifen irgendwie aushauen, ausleeren oder so. Kann man einfach nachfüllen, eben mit den praktischen Größen. Kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Es gibt das Produkt in der guten praktischen Pouchgröße, die man einfach in den Rucksack packen kann, mit auf den Trail nehmen kann, bei Bedarf nachfüllen kann oder eben in der günstigeren Werkstattgröße, Ein Liter Flasche. Ja, sehr gut. Davon nehme ich auf jeden Fall was mit zum Testen, muss sein. Und ja, Cornelius, vielen Dank sehr für die Vorstellung. So, das war der MAC Trading Stand und wir gehen jetzt mal in die Halle rein. Das ist hier riesengroß. Ich glaube, ich kriege gar nicht alles gefilmt oder alles hier abgelaufen, aber mal schauen, ob wir ein paar Highlights finden. Und ja, hier ist es auch schön warm, aber laut. Also ich hoffe, dass ihr mich gut verstehen könnt. Jetzt das externe Mikro dran, aber es ist schon saulaut hier drin. Leute, ich bin erst 5 Minuten hier drin, ich habe mich schon verlaufen. Mal gucken, ob es hier so eine Karte gibt oder so. Dass ich mal ein paar Sachen raussuche, die ich besuchen gehe. Weil hier ist viel so Citybikes und ja, Sachen, die euch nicht interessieren werden. Hier zum Beispiel, ja, coole Teile bestimmt, aber sowas wollen wir eigentlich nicht sehen. What is that, man? Muss man ein bisschen Slalom laufen, aber ich glaube heute ist noch ein Business Day, da ist noch nicht so viel los. Morgen, wenn ihr oder wenn einige von euch da sein werden, das Video schaut ihr erst später, an den Public Day, am Besuchertag, da ist hier die Hölle los. Jetzt geht's noch, aber trotzdem, man muss schauen, wie man hier durchkommt. So Leute, ich habe was richtig Gutes gefunden. Hello Kitty Mountainbike Games Level 2, und zwar ein Dual Battle, 2 gegen 2, einer schiebt, einer fährt, Parcours abfahren, das ist noch eine Idee, oder? Mal gucken, ob ich nachher 2 von den Dingern mitnehmen kann und dann machen wir ein neues Spiel. So, was haben wir hier? Edelmarke Chris King. Den Freilauf hört man gar nicht. Den hat der Sven aber verbaut. Also in meinen Videos, wenn der Sven fährt, der fährt immer mit Chris King Narben. Das sind stirnverzahnte Narben. Vielleicht haben wir hier auch eine offene Narbe irgendwo. So, hier sieht man zum Beispiel so eine stirnverzahnte Narbe mit zig Zähnen. It's a knife status.
das gefällt jetzt bestimmt vielen, gell? Jetzt guck mal, wen wir hier haben. Wusch! Hallo! Hallo! Bin ich jetzt auf YouTube? Ja! Ja, ich bin hier bei Crank Brothers und Crank Brothers Pedale kennt ihr ja schon, Flat Pedals und Click Pedale. Die Click Pedale habe ich auch schon mal getestet, das waren die Mallet Enduro und Mallet DH, hier in neuen Farben. Und was ziemlich cool ist hier, eine Luftpumpe, das habe ich auch noch nicht gesehen, so eine Standluftpumpe, aber mit Kompressor, den man hiermit vorpumpen kann. Dann kann man den Kompressor abmachen, ich weiß nicht, ob es jetzt hier so hinbekommen ist. Kann man den Kompressor abnehmen und ja, mit zum Fahrrad mitnehmen und da per Knopfdruck aufpumpen. Auch nicht schlecht. So, wen habe ich hier getroffen? Schäfer Daniel, mein Name. Schäfer Daniel. Und was machen wir als erstes? Essen. Essen gehen. Ja. Hier sieht schon mal nach Essen aus. Da ist auch was Tätowiertes, aber das ist nicht der Fabio Schäfer, weil der läuft hier auch noch rum. Den habe ich schon getroffen. Den hast du schon getroffen? Ja. Was hat denn der heute Abend schwarz? Schwarz, Cap hat er auch und tätowiert war. Tätowiert. So, wir haben jetzt gut gegessen und jetzt geht jeder wieder seiner Wege. Haben noch ein paar Termine. Genau, ja. War schön, dich wiedergesehen zu haben. Absolut, ich habe eine Freude. Mach's gut, Daniel. Servus. Ciao. Ja, wie in jedem meiner OMLK-Videos muss ich auch ein bisschen Fahrrad fahren. Und heute sind wir hier auf dem Rand unterwegs. Wird noch ein bisschen Wasser eingemixt. Ich könnte noch länger haben, aber ich glaube, dann reißt die Kette. Ja, hier das Gel ist sehr lecker. Ihr habt auch so Marshmallows, hab ich eben gesehen. Wir haben auch die Gel-Chips, genau. Die sind auf Marshmallow-Basis sozusagen mit geilen Pflanzenextrakt. Guarana Rhodiola ist mit drin, wirkt direkt über die Mundschleimhaut und geht sofort ins Hirn. Alter, und halt richtig ab durch. Einfach mal reinziehen. Ja, ich bin hier gerade am Dirtly-Stand und die Lena stellt uns mal ein paar Produkte von Dirtly vor. Lena, fangen wir an mit den Bike Protection. Genau, die Protektoren waren unser erstes Produkt. Da kamen wir vor 2 Jahren mit auf den Markt, weil niemand mag es, wenn die Bikes sich schon beim Transport auf dem Fahrradträger zerstören. Die berühren sich und mit unseren Protektoren ist eigentlich egal, wenn die aneinander. Ja, sehr gut. Und das gibt es für Pedal, Gabel und. Pedal, Gabel, Hinterbau, sehr wichtig, Räder, wer mag, und den Rahmen. Die Shorts sind ein Triple für Ladies und Männer. Ein Cut, 3 unterschiedliche Produkte. Die Sommershorts ist atmungsaktiv, vorne und hinten ganz leichter Stoff. Die Half and Half ist vorne atmungsaktiv, hinten wasserdicht. Ah, sehr gut. Wenn es heute regnet, ja, spritzt alles hoch. Ne, hab ich eine Windel. Und das dritte, Same Cut, Regenshorts, 20.000er Wassersäule, 10.000 MVP, also ist komplett wasserdicht. Genau. Unser Dirt Suit, damit hast du nach unserem Motto No More Excuses, musst auch heute raus. Also ja, auch wenn es richtig eklig ist, dann ziehst du einfach unseren Dirt Suit an, nur Funktionswäsche drunter und dann bist du wirklich on set für jedes Wetter. Ja. Also sehr gut, dann gibt es nämlich keine Ausreden mehr, dann muss ich auch bei schlechtem Wetter fahren. Helm geht auch noch drüber mit der Kapuze, über den Helm? Genau, geht drüber. Man kann sie aber auch, wenn man möchte, einrollen. Also wir haben hier so einen Lappen, damit kannst du sie praktisch verstauen, dann hast du eine Art Kragen. Ah, sehr gut. Diverse Lufteinlässe, auch. Genau, unter den Armen groß, auf den Beinen. Also man kann ihn wirklich den ganzen Tag auf der Tour tragen. Den wollte ich nochmal bestellen. Okay, dann habt ihr noch einen Anzug mit langen Beinen, aber Zip-Off. Genau, das ist die Core Edition, hat am Knie einen Zipper, kannst du auch kurz tragen, wenn du möchtest. Genauso viele Lufteinlässe, bisschen höhere Wassersäule, ist einfach dicker für wirklich Winter. Ja, falls man bei gutem Wetter startet und auf einmal fängt es an zu regnen, gibt es noch hier den, wie heißt der Überzug? Genau, das ist die Light Edition. Der sitzt einfach im Rucksack. Der S wiegt 380 Gramm, also merkst du auch nicht wirklich.
Und wenn dich dann der Regen erwischt, dann ziehst du ihn einfach drüber über alles, was du anhast und dann bist du nicht super ganz durchnässt. Also er ist wirklich wasserdicht, er hat eine 20.000er Wassersäule und ist echt der Retter in der Nacht. Ja, sehr schön. Und das ist als Short, also als kurzbeinig. Genau, der ist kurzbeinig, der passt in seine eigene Mütze, also du kannst ihn einrollen. Warte, da ist einer runtergefallen. Moment. Was hat er da? Das Gimbal, ja. Das ist einrollbar in die eigene Mütze. Genau, hat einen Druckknopf hier, also brauchst du auch keine Tasche, um ihn mitzunehmen. Ja, sehr schön. Danke, Lena. Sehr gerne. Gutes Produkt. Ich brauche unbedingt so ein Ding. Ja, das war der erste Teil von der Eurobike 2017. Der nächste Teil kommt in Kürze, schaltet wieder ein. Wenn der Teil schon online ist, seht ihr den hier verlinkt. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist zwar halt nicht viel Fahrradfahren dabei gewesen, aber ja, so eine Messe ist halt auch interessant. Muss mal sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Haut rein. Ciao.